So, jetzt haben wir. Ich habe was für dich. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe, was du brauchst. Hab gehört, du hast Gaspipe einen Denkzettel verpasst? Ja. Yep. Du kennst mich. Joe Lyons, verheiratet, wohnhaft in San Francisco. Bewaffneter Raubüberfall auf einem Panzerwagen. Ausbruch aus Leavenworth. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ganz clever bist. Erlaubnis hereinzutreten erteilt. Achso, das machen wir jetzt mit dem Nagel. Ich habe einen Plan. Irgendwelche Schwimmtipps? Teil dir die Kraft ein. Ufer immer im Blick. Schwimm Richtung Aquatic Park. Da ist normalerweise ein blaues Blinklicht an. Kommt natürlich alles auf den Nebel an. Kämpfe nicht gegen die Wellen. Mach dich mit der Strömung vertraut. Atme auf beiden Seiten. Die See ist unruhig. Die erste Minute ist ein ziemlicher Schock. Du musst Ruhe bewahren. Richte dich darauf ein, eine Menge Wasser zu schlucken. Okay, du siehst aus, als wenn du mir was erzählen willst. Du siehst aus, als wenn du mir was erzählen willst. Du kennst die Frau von Aufseher Mason, die den Knastbruder gevögelt hat? Ich hab davon gehört. Häftling war ein gut aussehender Pole. Blond, kräftiges Haar. Klempner. Wache nimmt ihn mit nach Hause. Soll da ein Rohr verlegen. Frau sieht den Klempner. Klempner sieht die Frau. Ihre Adern stehen unter Strom. Sie weiß, da geht was. Und er weiß es auch. Kissen werden unter die Spüle geschoben. Sie klettert rein, Hose unten, wartet, zittert. Ihr Ehemann gleich nebenan. Typ klettert unter die Spüle und verlegt ein Rohr. Hab ihre Küche nicht zu Gesicht gekriegt. Oh Mann. Du kommst aus Alaska? Ich habe einen Plan. Ja, Hanks Plan. Mein Plan. Hank und ich sind zu alt geworden. Wir schaffen keine 50 Meter im Wasser. Es beginnt also mit dem Fenster hinter dir. Wie geht's dann weiter? Kletter aufs Dach, dann rüber auf die andere Seite. Dann runter zu den Kerkern. Unter die Insel. Kletter runter zu den Höhlen. Bau dir ein Floß oder schwimm. An Land ist alles geregelt? Ein schneller Wagen? Falsche Papiere? Noch nicht. Dann schaffst du es auch nicht. Du kommst aus Alaska? Verdammt richtig. Schon mal in Eiswasser geschwommen? Das da draußen ist ein Witz dagegen. Weißt du, wieso du hier heiß duschen darfst? Damit die Bay dich fertig macht. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, kalt zu duschen, um mich abzuhärten. Ich bin also vorbereitet. Wow, okay. Ich weiß nicht, ob wir hier schon weiterkommen, wahrscheinlich noch nicht. Junger Mann, wenn du wirklich in die Kerker runterklettern willst, brauchst du mindestens 10 Meter Seil. Das führt zu nichts. Das wird nichts. Okay, 10 Meter Seil. Das sind nochmal 2,5 Meter Seil. Wow. Okay, ich binde die hier zusammen. Jetzt habe ich 10 Meter Seil. Ich soll mich für einen kleinen Plausch setzen. Lieber schicke ich meine Postkarte von Hawaii. Was mache ich jetzt? Lockeres Fenster? Mir fehlt das nötige Werkzeug. Es ist nur die Frage, kann ich das jetzt machen? Ich meine, ich brauche ja noch eine abhörsichere Leitung. Ich muss ja irgendwie noch ans Telefon. Ich habe keine Ahnung. Das ist Birdman. Mhm. Aber er bevorzugt Mr. Stroud. Okay, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Sieht jetzt mal aus. Jetzt noch nicht. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um okay. Die Häftlingszählung zu überlisten. Keine schlechte Idee, aber ich behalte meinen Kopf lieber. Das heißt, ich brauche den Müll, den wir da hatten,
um da Attrappe irgendwie zu bauen oder sowas. Oh, Mann, ey. Ja. Du kriegst ja richtig. Ja. Oh, wenn sie endlich aufhören würde zu telefonieren. Oh, der hat den Sack mitgenommen. Müll. Ich habe genug Müll für zwei Leben gesammelt. Wie das da? Ich habe genug Müll für zwei Leben gesammelt. Okay, das heißt, vielleicht muss ich was bei ihm hinterlegen. Ich weiß nur nicht, ob er gleich abhaut oder was er. Kann ich das kombinieren eventuell? Passt. Muss eins von Bumpys Hemden gewesen sein. Und das jetzt? Kann ich. Ne, warte mal, dann vielleicht bei mir in der Zelle hinlegen. Ich habe keine Ahnung, ich muss ja irgendwas ausprobieren. Ich könnte auch mal so ein Flittchen. Ja, das sah so aus wie du, oder was? Oder immer so billige Sprüche auf Lager. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Okay, dann versuche ich jetzt mal das und das. Okay. Sehr gut. In der Dunkelheit sollten sie drauf reinfallen. Sorry, Kumpel, aber ich muss dich einsperren. Hoffe mal, dir gefällt's hier besser als mir. Okay, soweit nicht schlecht. Also, soweit schon mal gut. So, und jetzt? Ich habe seine Post gelesen. Ja, von diesem Kerl da. Ich weiß nicht, wofür heißen Draht. Jetzt ja schon dunkel. Lukas Fenster. Okay, jetzt vielleicht versuchen wir es. Hey, hör auf jetzt. 10, 10, 10. Da. Ah, okay. Scheint locker zu sein. Ja, die Stäbe biegen sich. Geschafft. Jetzt passe ich durch. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Kletter aufs Dach, dann rüber auf die andere Seite. Danke, alter Mann. Okay. Was mache ich jetzt? Eine schlecht verlegte Telefonleitung. Die Isolierung rottet langsam vor sich hin. Ich könnte sie kappen, aber vielleicht brauche ich sie noch. Sieht aus wie die Verbindung zum Wachturm. Sie läuft hier übers Dach. Die Landspitze von Marin County. Die kannst du erkennen. Die Wache würde mich hören. Die Leitung führt zur Telefonzentrale der Insel. Früher oder später wird er zum Hörer greifen. Spätestens, wenn ihm langweilig wird oder er sich nach seiner Frau sehnt. Scheinwerferlicht. Es strahlt in die falsche Richtung. Außer Reichweite. Ich habe ihn hier noch nie zuvor gesehen. Bloß keinen Lärm machen. Er hat eine Winchester. Okay, ich kann jetzt damit noch nichts anfangen hier. Oh, was? Das funktioniert? Lol, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Krasses Maximus. Kacke. Ja? Was zur Hölle? Dieser Lärm. Ich... Au. Oh, mein Kopf. Sorry, Kumpel. Und jetzt? Ein Lüftungsschacht. Zugeschweißt. Ich hätte eh nicht durchgepasst.
Vielleicht muss ich das Seil jetzt nehmen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo festmachen? Muss nicht sein. Da hilft kein Seil. Kannst du mir sagen, was ich jetzt machen soll? Du Scherz, Kasper? Was ist denn? Nein. Zeitverschwendung. Gefährliche Mischung. Ach, jetzt Scheiße. Habe ich eine Rauchbombe. Nein, das brauche ich noch. Okay, ich verstehe. Das ist, wenn ich nicht verstehe, wie komme ich jetzt hier runter? Das wird nicht klappen. Okay, hier vielleicht. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Wie komme ich dann? Ja, du bist ja lustig, ey. Jetzt bin ich hier oben auf dem Dach. Und billiger Trick, aber effektiv. Ich könnte sie kappen, aber vielleicht brauche ich sie noch. Eine schlecht verlegte Telefonleitung. Die Isolierung rottet langsam vor sich hin. Berts Krankenstelle war. Hä? Zugeschweißt. Ich hätte eh nicht durchgepasst. Ach, zu den Katakomben. Mann, das wird aber so komisch angezeigt da. Alte Reifen, von wem auch immer. Früher wurden Matten daraus gemacht. Wenn ich Gummireste brauchen sollte, weiß ich jetzt, wo ich sie finde. Ein rostiges Schloss und eine verwitterte Tür. Das Schloss ist alt, aber immer noch fest verschlossen. Er tritt einfach dagegen. Junge, ist der aber stark. Der hätte Gaspipe einfach so fertig gemacht, du. Die Temperatur ist plötzlich um 10 Grad zurückgegangen. Oh, hier ist keine Menschenseele. Ja. Nur ich und der Geist von Alcatraz. Matratzen. Kein Müllberg ohne Matratze. Alles verrottet. So, okay. Hier? Da geht nichts mehr durch. Hier sammelt sich der Schlamm aus 50 Jahren. Diese Rohre sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Was haben wir hier? Der liegt hier sicher schon gut 20 Jahre. Der hat seine Geheimnisse mit ins Grab genommen. Verrostet und nutzlos. Jemand hätte sich um dich kümmern sollen. Darüber könnte ich mich total aufregen. Wenn ich nicht so müde wäre. Shit. Stabil. Wer war ich jetzt damit? Mauer aus Schutt? Das wird nicht klappen. Klingt, als wäre heftiger Druck auf der Leitung. Wenn ich die aufbreche, spült's vielleicht den Schutt weg. Muss erstmal drauf kommen. Lol. Der Weg ist frei. Hoffentlich war es nicht zu laut. Interessant. Ich komme da nicht durch, jedenfalls nicht schnell genug. Nein, das brauche ich noch. Okay, das zieht als Bombe vielleicht, aber alles andere haben wir. Okay, dann jetzt. Was war das für ein Geräusch? Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Da ist einer hergelaufen. Lol.
Zaun bricht aus. Mann. Und? Vorwiegend Scheidung und anschließend seinen Bruder heiraten. Sie hat einfach alle fünf mit rauf in ihr Schlafzimmer genommen. Wow. Die Frau war aber nimmer satt, du. Ja. Ich glaube, ich kann die Höhle da unten sehen. Schwer zu sagen bei dem Nebel. Hoffentlich reißt das Seil nicht. Dafür war das. Och, guck mal an. Währenddessen in North Beach. We'll be right back.